Tag, hi. Heute geht es wieder zu unserem Faszirollen weiter. Wir haben gestern schon angefangen, da ging es um unsere gesamte Rückenlinie und heute möchte ich euch einmal die oberflächliche Frontallinie erklären. Faszienrollen macht fast jeder zu Hause, jeder hat so eine Rolle. Ganz viele, die es machen, machen es wirklich echt falsch. Und was da alles falsch werden kann, das erzählen wir euch gleich. Heike ist momentan noch nicht dabei, die kommt bestimmt gleich. Und ich mache mal kurz wieder ein bisschen Theorie. So, okay. Also, es geht um die frontale Linie, weil diese Linie ist wirklich der Schlüsselfaktor für Rückenbeschwerden im Bandscheiben-LWS-Bereich. Und zwar deswegen, weil wir über Tag zu 90% eher hier zu finden sind. Ich mache es von der Seite. Schreibmaschinenarbeit, Rechnerarbeit, dann vielleicht auch einfach, ich bin K.O., ich bin müde, ich hänge hier wirklich im Rücken mich rein. Und das macht letztendlich, wenn ich dann mich mal aufrichte, dann macht das sehr schnell so, oh, hallo, da tut mir aber der Rücken weh. Und was denkt ihr natürlich? Okay, das kann jetzt nicht gut sein, wenn ich mich aufrichte, dann tut mir doch der Rücken weh. Und genau dann macht ihr Folgendes, ihr werdet eigentlich immer noch kleiner und kleiner und kleiner und ihr verschärft damit wirklich das Problem, dass ihr, wenn ihr Pech habt, sogar einen Bandscheibenvorfall im LWS-Bereich euch damit einhandelt. Was wir euch hier zeigen wollen, ist, diese frontale Linie zu öffnen, wieder weit zu machen, weil wenn ich die aufrichten kann, dann macht mir sowas ja überhaupt nichts aus, weil letztendlich ich von dieser vorderen Linie gehalten werde. So, ich habe gestern schon kurz gesagt, es geht hier wieder um eine Runde Zugfahren. Nein, ist ein Scherz. Aber diese frontale Linie muss wirklich von A nach B ausgerollt werden und nicht irgendwo zwischendrin fange ich dann mal irgendwo an. Das geht überhaupt nicht. Wir fahren also eine Runde zu. Heute nehmen wir mal Köln und wir wollen nach Berlin. So, und dann muss man ja auch mal umsteigen. Ist ja klar, ist eine weite Strecke. Wir beginnen. Ich mache das mal hier unten kurz an der Emma vor. Hier vorne an den Zehenspitzen, dann geht es hier über den Fußrücken, dann geht es über das Schienbein, dann über das Kniegelenk, dann geht es hier rauf bis hier oben zum Hüftstachel. Das ist auf der anderen Seite natürlich genauso. Ich habe jetzt nur eine kleine Rolle hier in der Hand. Dann geht es weiter hier vorne am Schambein, ist ein absoluter Akupressurpunkt bei ganz vielen Therapieformen wegen Rückenbeschwerden. Und dann geht es hier langsam hoch und dann kommen wir hier bis zum Rippenbogen an. Hier am Rippenbogen teilen wir das Ganze ein bisschen auf. Das ist so, als wenn ich in Köln angekommen bin und umsteige, muss einen Moment auf den Zug warten. Und jetzt teilt sich, Heike fährt mit einem anderen Zug weiter als ich. Wir wollen aber beide nach Berlin, wohl bemerkt. Und die Heike, die fährt jetzt hier gleich weiter hoch. Ich mache das natürlich auch. Und hier geht die zweite Linie hoch. Und die landet hier hinten quasi da an dem sogenannten Hinterhauptknochen. Den kann man so schön hinterm Öhrchen spüren. Und damit ist dann die Reise beendet. Und wir sind in Berlin angekommen. Und dann treffen uns Heike und ich wieder gemeinsam auf dem Bahnsteig. Pump, da oben. So. Das ist jetzt bildlich gesprochen, einfach um euch deutlich zu machen, von A nach B muss die Reise gehen und nicht irgendwo auf den Zug aufspringen und sagen, oh, fangen wir mal irgendwo hier so an. Das geht nicht. So, auf wie geht's? Ihr nehmt euch eure Rolle. Ihr braucht einen Tennisball. Wenn ihr sowas noch gar nicht haben solltet, ihr könnt das alles bei uns bekommen. Wir haben die Sachen hier auch vorrätig. Ne, schont den Postverkehr, kommt einfach kurz, macht einen Termin mit uns aus und dann könnt ihr die Sachen hier sehr günstig auch erhalten. So, und dann fangen wir an und zwar, ich mache das kurz mal mit dem Rücken zu euch. Die Heike dreht sich schon andersrum, ein schöner Rücken, Heike kann ja, auch. Ja, natürlich. Und hier gehen wir mal rüber, wir gehen in den Vierfüßlerstand. Ja, drehst du dich einmal kurz? Achso, wir machen das so, ja, beide. So. Und dann krabbeln wir mal über die Rolle weg, damit wir euch das gut zeigen können. So. Weil wenn ich die Füße mit den Zehen von oben erreichen will, dann muss ich mir meistens was einfallen lassen. Nicht jeder von euch hat ja so eine super Beweglichkeit und Kraft, dass er sagt, nur das geht. Also ich stütze ein Knie auf und jetzt schiebe ich meinen Fuß mit Druck langsam im Zeitlupentempo über den Fußrücken
Knöchel langsam gehend. Und wir machen es gleich ein bisschen sportlich. Wir drücken weiter und schieben das Schienenbein nach hinten raus, so wie die Beweglichkeit eurer linken Hüfte das jetzt für euch ergibt. Und dann komme ich ohne Druck wieder zurück. Also wir rollen immer nur zum Herzen hin. Das Ganze machen wir nochmal. Hier euch das nochmal zeigen. Ihr macht bitte mit. Damit drücken langsam über den Fußknöchel, dann langsam Richtung Schienbein und dann gehe ich hier nach hinten weg, soweit ich gekommen bin. Das machen wir noch ein drittes Mal und dann geht es wieder los. Wir drücken den Fuß und jetzt geht es weiter. Wir drehen uns auch gleich nochmal zu euch. Nicht, dass ihr denkt, heute sind wir komplett hier weg. Dehnen. Zwischen 3 bis 5 Mal, wenn ihr diese leichte Version nehmen wollt. Und dann setzen wir um auf den anderen Fuß. So, ich drehe mal kurz. Heike bleibt, wo sie ist. So, dass ihr schon mal wenigstens ein Dehner von vorne seht. So, die Variante für Leute, die nicht so sportlich sind. Fuß auflegen, drücken. Erstes Problem ist schon oft, der erste Krampf kommt. Na, da merkt man mal, wie kurz, wie verspannt diese Linie ist. Und dann geht es langsam nach hinten und weiter. Und mit beiden Unterarmen einsinken. Und dann gehst du so weit zurück, wie deine Beweglichkeit sich dadurch ergeben kann. So, und das machen wir noch zweimal. Ihr könnt das gerne auch häufiger machen. Viele klagen über Krämpfe in den Füßen. Und da habt ihr schon mal eine tolle Übung, um dieses Problem mal aktiv in den Angriff nehmen. Aber denkt dran, ihr müsst auch drücken. Ne? Also nicht nur rollen, sondern mit dem Druck des Beins weiter, weiter. Sehr gut. Und das Ganze machen wir nochmal. Wieder mit drücken, je mehr ihr das macht, umso weniger werden die Krämpfe, versprochen. Das funktioniert wirklich super gut. Drücken und hier langsam nach hinten zurück und da zieht nochmal, was geht bei euch, was geht nicht. Und dann ohne Druck wieder nach vorne zu kommen. Heike dreht sich jetzt auch einmal. Wir machen euch jetzt die sportliche Variante, und zwar Rolle nach hinten, Füße oben auf. Jetzt geht es los. Wer die einfache Variante nimmt, der setzt seine Rolle jetzt unter die Schienbeine an, da wo er quasi jedes Mal auf seiner Seite auch gespürt hat, da ist Schluss. Und dann geht es da weiter. Und jetzt die sportlichen, Knie hochschieben und jetzt langsam nach hinten zurück. Ja, und da muss man schon ein bisschen Standkraft drauf haben und über die Rolle kurz die Knie aufstützen, Unterarme abstellen und jetzt wieder die Knie hoch und dann gehst du weiter. So, genau. Das ist auch ein tolles Liegestütztraining. Und nach hinten rollen. Weiter. Und wenn du merkst, das wird mir zu viel, gehe ich runter und kurz ausruhen. Gehen wir davon aus, dass ihr da nicht so sportlich seid, dass ihr gleich die ganze Bahn durchzieht. Unterarme wieder aufstützen, wieder hochkommen und jetzt geht's weiter. Schön langsam. Vor den Kniescheiben bleibt. Setzt die Knie kurz auf und geht runter. Immer wieder die Frage, darf ich über das Kniegelenk drüber wegrollen, ja oder nein? Ich empfehle das so, wenn jemand ein ganz starkes Knieproblem hat, sollte er sich jetzt über diese Klippe etwas drüber schummeln, eben nicht mit dem großen Gewicht drauf gehen und wer sagt, nö, das ist für mich in Ordnung, da stützt wieder auf und dann geht es hier weiter und jetzt geht es so ein bisschen wie bei der Bundeswehr, rückwärts. Und ihr merkt schon, diese Beanspruchung hier, die hat schon ein bisschen was. Und jetzt geht es über die Knie langsam drüber weg oder absetzen
und dann geht es über die Linie weiter. Da bleibt mal, kurzes Ausruhen und jetzt geht es langsam über die Oberschenkel. Und dann lasst euch Zeit. Der erste Ansatz, wie gesagt, über die Schienbeine ist am Anfang ein bisschen gewöhnlich bedürftig. Wir zeigen euch aber gleich nochmal ganz schnell auch noch eine noch einfache Variante. Und dann guckt mal, wo ihr jetzt auch so ein bisschen Schmerz spürt, wo ihr sagt, oh Gott, nee, warum tut der Oberschenkel da so weh? Und je mehr es tut, umso langsamer wirst du. Du kannst die Füße hinten auch entspannt ablegen. Gehst weiter. Bitte, und jetzt kommt immer für viele der Fehler, dass sie vor und rückwärts gerne rollen. Also so denken, oh, ich mache jetzt mal so ein bisschen hier so das Nudelholz raus. Und das ist das, was nicht geht. Ihr müsst wirklich immer dran denken. Ihr müsst immer zum Herzen hinrollen, nicht vorrück. Die Beine, die Bindegewebsposition sind oft so schwach, dass durch dieses Hin- und Hergerolle, wir rollen schon ein bisschen weiter, ja, Michael, ich schwatze wieder so, alles gut. Und dieses Hin- und Hergerolle letztendlich euch regelrecht das Bindegewebe zerstört. Und das bedeutet natürlich, dass das, was du dir am Nutzen überlegt hast, ist genau das Gegenteil. Also immer hier hin. Jetzt kommen wir langsam zum Schambein. So. Und ich habe euch schon gestern gesagt, ihr braucht Strecke. Das heißt, es wäre blöd, wenn ihr jetzt hinten mit den Füßen unterm Kleiderschrank langsam herlauft, ne? Oder die Beine einbeugen müsst. Ihr müsst wirklich Platz haben für dieses Rollen. Und jetzt geht es über diesen schönen neuralgischen Punkt, über das Schambein drüber weg. Das mögen manche Frauen gar nicht. Langsam, wenn es gar nicht geht, anheben, die Knie, also das Becken ein bisschen anheben, drüber weg am Anfang und sagen, okay. So, und jetzt komme ich zu den Leisten. So, ich weiß auch nicht, warum ich mich hier gerade so verabschiede von der Linie. Wartet mal, ich habe eine neue Zuglinienverbindung. Ich habe gerade eine neue Abkürzung aufgebaut nach Berlin. Aber jetzt bin ich wieder bei euch. Und dann geht es langsam hier über den Bauch. Langsam weiter. So, und der Bauch, da ist ja auch oft das Problem, der ist sehr empfindlich. Ihr müsst euch immer sagen, Rückenprobleme sind auch Darmprobleme. Also langsam rolle ich drüber weg. Lass mir Zeit. Man könnte jetzt zum Beispiel ein Buch lesen. Hier ist doch schön, ne? So, hier ist wieder schön. Hier ist schön. Der eine Punkt am Schambein ist meistens nicht so schön. Ja. Und deswegen bewegen wir uns kurz, weil wir sind gerade an der Station Hannover, dass wir jetzt mal hier ein bisschen so unser Bäuchlein von rechts nach links bewegen, ein- und ausatmen. Das sollte man nicht unbedingt gerade machen, wenn man Kaffee getrunken hat, dann macht das immer so Rülps oder sowas Komisches. Und, aber auch wenn hier jetzt so ein Rülps mal rauskäme, dann ist das genau das, was auch raus sollte. Mhm. Ne? Also diese Töne einfach mal, ist dann so, wie man so schön sagt. Und jetzt mal mit diesem Rollen seitlich bewegst du dich weiter, aber zurück. Denn der Zug fährt langsam wieder an. So, und wo sind die Ecken im Bauch? Wo merkst du es? Ja, bei mir auch immer so. Man kann das auch mit einem Ball machen, das zeigen wir euch vielleicht dann auch nochmal. Aber grundsätzlich sollt ihr ja demnächst hier zu uns ins Studio kommen, wo sowas dann jedes Mal bei den Liebscherbracht, aber eben auch bei dem Faszien-Yoga gemacht wird. Bei dem Faszien-Yoga immer dann am Ende der Stunde, damit man sich in dreiviertel Stunde auch was freuen kann. So. Da hast du das Glück am Bauch. Ja, wir auch. Also an der Rippe, ja, genau. Plötzlich. Ist toll, ne? So, wir haben ja Zeit, ne? Also wie gesagt, man kann sich einen Patrioten aufschlagen und sagen, lest doch mal. Oder ihr guckt bei Instagram rein, was wir wieder gepostet haben. Wir sind ja jetzt ja ganz aktuell jetzt voll eingestiegen in dem Thema. Auf Facebook sehr gerne. Super, auch ne? Da. Und dann komme ich so langsam an den Rippenbögen und drüber weg. Die sind aber auch wirklich, ne? Die haben es auch richtig. Die haben es richtig in sich, ne? Ja.
Und jetzt kommen wir, wo wir wirklich so nach dem Motto halt Stopp unterm Busen bei den Frauen und bei den Männern bitte, die könnten weiter rollen, wenn nicht irgendwie was dagegen ansteht. Ne? Also wenn ich jetzt eine Herz-OP hatte oder so, sollte man das nicht machen, so zu rollen. Ich bleibe einfach hier kurz vor, also Frauen unter der Brust stehen. Die Brust wird nicht mit ausgerollt. So, und dann bleibe ich noch mal ein bisschen hier und rippe nur den kleinen Rippen rum. Also gar nicht mehr so weit raus auf die Seitrippen, sondern hier nur einmal herumkommen. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wenn wir jetzt im Zug sitzen würden, Heike, würde es heißen, ja Leute, ihr müsst den Zug wechseln, ja. Er ist kaputt, wir müssen mit dem anderen Zug weiterfahren. Wir machen das letztendlich jetzt auch einfach mal. Wir brechen da die Linie ab, weil die sich jetzt eh teilt. Ich habe es euch ja gezeigt an der Emma. Wir stützen uns auf und gehen jetzt für den letzten Bereich, nämlich in die Rückenlage. So, dann gehe ich jetzt hier raus, nehme mal meine Rolle. Wir rutschen jetzt wieder näher zu euch nach vorne. So, die Heike bleibt mit den Füßen zu euch ausgerichtet. Ich drehe mich andersrum, damit ihr uns wirklich gut sehen könnt. Und wir gehen jetzt mal langsam nach hinten zurück in die Rückenlage. Wir nehmen uns erstmal, wenn ihr habt, die kleine Rolle. Wenn man die nicht hat, dann kann man auch sofort den Tennisball nehmen. Ich zeige die nochmal hier oben, genau. Wir nehmen jetzt mal diese kleine Rolle und wie gesagt, ihr könntet die bei uns bekommen, wenn ihr möchtet. Und jetzt oberhalb der Brust, mittig auf dem Brustbein, beginne ich jetzt Kinn sanft zum Brustkorb zu schieben. Und jetzt rolle ich mit so einem kleinen Druck langsam peu à peu hoch. Ja, genau, das ist gut. Man kann das jetzt auch toll im Sitzen machen, wie Heike das macht. Diese Übung kann man toll am Schreibtisch immer wieder einbauen und es würde euch ganz viel bringen. Ganz mit Druck und langsam. Und jetzt kommt wieder der nächste Halt, der auch ganz wichtig ist. Und zwar hier vor dem Kehlkopfbereich, wo diese kleine Vertiefung ist. Da unbedingt vorher aufhören, nicht draufrollen. Wenn ich jetzt ganz oben bin, dann kann ich wieder so leicht von rechts nach links die Rolle drückend belasten, ein- und ausatmen. Genau. Und bewege auch mal meinen Kopf dazu. Und immer weiter die Rolle abwechselnd einmal in die eine Richtung mehr drücken, einmal in die andere. Das ist aber zwischen den Rippen auch sehr schön. Genau. Und man kann gleich was für den Nacken tun. Das ist nämlich so schön, weil ich noch finde, man sollte das immer verbinden. Und wir haben so oft Nackenprobleme. Und ausatmen, auch hier mal die bewusste Atmung mit einzubauen. Denkt dran, durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Sehr schön. So, und jetzt kommen wir auch hier wieder zu unserer Mitte. Nehmt uns jetzt, wenn ihr nicht schon den Tennisball genommen habt, nehmt ihr euch spätestens jetzt den Tennisball und geht wieder, wir Frauen, ich sag immer, einfach mal zum Brustansatz gehen. Und dann gehst du so haarscharf, wenn das das Brustbein ist, Heike zeigt es nochmal, die hat es so schön ausgebildet, bei ihr sieht man das so toll, den Ball so einen Punkt daneben, dass ich so quasi an den Gelenken, an den Seitgelenken des Brustbeins bin. Und dann roll ich hier langsam Richtung Schlüsselbein. Denkt dran, Schlüsselbein ist hier vorne, ne? Das ist das Schlüsselbein. Hier ist das Schultergelenk, nur nochmal, damit man weiß, wo man gerade herläuft. Super. Am Schlüsselbein unten wieder in diesem berühmten Dreieck lang. Da kommt ja das Schlüsselbein in diese Vertiefung hinein. Und da bleibe ich. Und dann mache ich so einen ganz kleinen, ohne Druck,
den Ball rüberrollen, nicht auf der Schlüsselbein rollen, hier seitlich an den Hals, drehe den Kopf auf die Gegenrichtung. Jetzt nehme ich den Ball, bitte nicht auf die Hauptschlagader kommen, sondern hier hinten läuft der Rücken, der Nackenstrecker entlang und der Halswender, den spürt man auch und da geht es langsam rollend hoch. Der ist meistens rattenempfindlich. Wichtig ist nicht vorne, ich halte die Hand hier vor, hier darfst du nicht hin oder du musst wirklich an den Halswender herankommen. Und dann bist du quasi unterm Öhrchen an diesem Knuckel hier angekommen und da drückst du nochmal kräftig den Ball rein. Sehr gut. Und lässt hier los. So, kommen wir nochmal zur Mitte und jetzt vergleicht mal eure Seiten. Und jetzt noch einmal, damit wir den Halswender wirklich gut finden, dreh den Kopf auf die andere Seite. Und jetzt spür mal hier seitlich den Muskel. Bei Heike sieht man den wieder wunderbar. Der läuft quasi parallel neben der Luftröhre, neben dem Schlund quasi nach oben hoch. Genau, da setzen wir wieder den Ball an. Und dann rolle ich wieder langsam auf diesen Muskel entlang. So, die Hauptschlagader zum Hirn sollten wir also nicht drücken, aber die spürt man dann auch, wenn man drauf drückt, dann pocht das sofort. Ja, ne? Ja. Also man kann sich da wirklich nicht vertun. Sehr gut. Und dann wirklich bis hier unter dem Öhrchen ankommen. Heike, ideal natürlich kurze Haare, da sieht man das immer so klasse. Und hier unter diesem Punkt landen wir. Na, genau. Und dann drücken wir da nochmal rein. Und halten diese Linie nochmal. Oh, super. Und dann komme ich wieder zu meiner Mitte zurück. Dann lege ich den Ball beiseite und bewege noch einmal meinen Kopf sanft von rechts nach links. Und ihr solltet euch natürlich auch für Rollen etwas Zeit nehmen. Und deswegen kommen wir jetzt nochmal zur Mitte. Und da setzen wir vielleicht Drehteilchen wieder, dass wir jetzt den Ball wieder unter den Hinterkopf setzen. Da, wo der Ball dann gleich einen guten Platz findet. Genau. Und dann Folgendes zu machen. Schließe die Augen. Atme tief in den Bauch ein und aus und leg dir die Hände vielleicht auch auf deinen Bauch. Spüre beim Einatmen, wie der Bauch sich gegen deine Hände hochwölbt. Und beim Ausatmen zieh den Bauchnabel nach unten, aber bewusst runter. Wieder einatmen, der Bauch wird weit. Ich atme durch die Nase ein. Und mit dem Ausatmen ziehst du wieder den Bauchnabel aktiv in der Ausatmung nach unten. Also nicht schneller ausatmen, als du letztendlich den Bauch nach unten ziehst. Noch einmal. Und wieder ausatmen. Und der Bauch zieht aktiv nach unten. Lege dir die Hände über Kreuz unten an deine Rippenbögen und atme seitlich in die Rippen ein. Das nennt man die Flankenatmung. Da bleibt der Bauch still und mit dem Ausatmen drückst du ein bisschen die Hände an die Rippen und wie ein Handtuch, was du verbringst, atmest du aus. Atme wieder ein durch die Nase. Flanken weiten sich und mit dem Ausatmen ganz bewusst wieder die unteren Rippen nach innen ziehen, sodass wir die ganz schmale Taille bekommen. Und wieder. Und wieder. Und beim Ausatmen ruhig mal an die Wiener Sängerknaben denken, wenn die so auf dem A ausatmend singen.
Dann öffnest du wieder sanft deine Flanken. Und jetzt massierst du die, indem du dich einfach so ein bisschen in den Rippen rollst, rechts, links. Und das ergibt so eine Rolle auch hinten am Kopf. So ein bisschen spürst du jetzt das Köpfchen. Ein, aus. Mach mal ein Tänzchen mit den Rippen. Gestern haben wir das Tänzchen mit den Hüften gemacht und heute haben wir Rippentänzchen. Ein, aus, beweglich und das massiert so schön. Hinten, an der Wirbelsäule. Ein, aus, ein, aus, ein, aus und je nach Temperament. Ups, da gibt es noch was an. Ich will mein Ball beim Tänzchen da. Genau, das war, weil ich so sehr an der Kante war. Und kurz einmal wieder zurückkommen. Und dann atmen wir ein und mit dem Ausatmen drückst du den Hinterkopf sanft auf den Ball. Bitte Achtung bei Kopfschmerzen. Drücken, ja, Zähne aufmachen. Dann schieb die Lendenlordose nach unten und drück jetzt die Lendenlordose kraftvoll in die Matte. Dreh die Handinnenflächen zur Decke auf, drück die Arme kraftvoll in die Matte hinein, drück deine Füße kraftvoll in den Boden hinein, spüre diese ganze innere Körperaktion, innere Energie, die innere Kraft, dann löse die Energie wieder bewusst auf, rechtes Knie an den Bauch, linkes Knie aufrollen in den Sitz und wieder die Übung, Füße vor, Knie öffnen und wieder nach unten. Und aus dem Yoga heraus nehmen wir folgende Übung mit. Wir schieben die Po-Hälften nach hinten weg. Das machen die Yogis auch immer. Und dann gehe ich nach unten tief und in die entspannte Dehnung. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ja, aber Moment, Eva, jetzt machst du ja wieder diese Linie nach vorne rund. Das ist auch richtig so. Weil es immer ein Zusammenspiel zwischen der hinteren Rückenlinie und der vorderen Frontallinie ist. Aber jetzt, na klar, kommen wir hoch. Wir nehmen die Arme, ausatmen und strecken uns. Und da bleibt und bleibt. Und es braucht wirklich jetzt 40 Sekunden zum Verankern, dass der Rücken, der Körper nicht klein wird über Tag, sondern groß bleibt. Und lächelt und freut euch über das wunderschöne Wetter draußen. Es wird uns ein Traumtag heute beschenkt. Und ich muss kurz immer auf die Sekundenzeigeruhr blinzeln. Und noch einen Moment und dann habt ihr es geschafft für heute. Hey, das war's schon wieder. Sehr schön. Und tschüssi. Tschüss.